Salle, Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Nauten, zu einem neuen Minecraft-Tutorial. Ich möchte dir heute zeigen, wie man ein Badezimmerwaschbecken baut und damit fangen wir jetzt auch direkt an. Für unser Badezimmerwaschbecken brauchen wir Treppenblöcke deiner Wahl, einen Werfer, einen Knopf, Redstone, einen Haken, Wassereimer und wahlweise nachher auch noch Blöcke und Itemframes oder Rahmen für ein Regal, was wir daneben bauen. Wir fangen erstmal an. Wir machen mal ein kleines Waschbecken, setzen erstmal einen normalen Block in die Mitte, wo wir es hinhaben wollen und setzen dann so Treppen drumherum, damit das Ganze so ein bisschen nach außen aussieht, wirklich wie ein Waschbecken. In der Mitte den können wir jetzt wieder wegmachen, das Ganze können wir noch so zumachen. Ist jetzt die einzigste Möglichkeit, die ich so gefunden habe. Ich persönlich finde es noch ein bisschen zu weit nach vorne hier ausladend. Die Hälfte würde auch reichen, aber leider gibt es ja nichts anderes. Jetzt gehen wir in die Mitte, einmal den Block weg, hauen da den Werfer rein. In den Werfer kommt unser Wassereimer. So, easy geht das. Jetzt nehmen wir noch den Haken, quatschen den hier drüber, sodass das aussieht wie ein Wasserhahn. Und nehmen jetzt den Knopf. Den kann man hier eigentlich hinmachen, wo man möchte. Wir setzen ihn jetzt mal hier an die Wand. Jetzt müssen wir nur noch hingehen und das Ganze mit Redstone verbinden. Dafür gehen wir einmal auf die andere Seite. Wir wissen jetzt, das ist unser Boden, da ist die Wand, da ist der Haken. Da müsste der Haken sein, wir gucken mal. Haken? Nein, der Knopf. Wir gehen einfach mal hin und machen hier neben so ein Loch rein, dass wir genau wissen, hier ist der Knoch. Der Knochen, genau. Der Knopf. Was ist denn heute wieder mit Ede los? Okay, da ist der Knopf. Also nicht da oben, sondern hier. Also machen wir hier mal Platz gerade alles, damit wir sehen, wo unser Werfer ist. Der müsste hier sein. Da wirft der Werfer. So, so, so wieder. Eigentlich super easy, genauso wie bei der Dusche. Gehen wir hin, bauen uns hier wieder eine Treppe hin. So, machen hier noch ein bisschen weiter weg. Hauen das hier hin. Flop, 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 flop. Das Ganze kann man dann natürlich auch noch verstecken. Bin jetzt mal faul und mach das hier hin. Jetzt gucken wir mal. Jawohl, Wasser ist drin. Super. So easy geht das. So easy. Machen das Ganze wieder zu. Das heißt, du gehst jetzt hier morgens hin. Drückst da mal drin. Wasser waschen. Sehr gut. Machst das wieder weg. Aus. Fertig. Super. Hier haben wir noch ein kleines Fenster. Man kann jetzt natürlich noch hingehen und hier einfach so. Bup, bup. Keine Ahnung, ob 2 oder 3 hoch. Das ist eigentlich schon ein bisschen sehr hoch, ne? Lassen wir mal 2. Haust noch Itemframes vor. Einfach mit Teppich hier. Teppich oder. Ne, wir nehmen mal Falltüren. Wir nehmen mal Falltüren. Nehmen wir Falltüren. Die gefallen mir persönlich besser. So, mit Falltüren gehen wir hin. Flup, flup. Machen noch so. Zack. Schön die Griffe dran. Dann kann man vielleicht noch hingehen und hier so ein kleines Regal drüber machen, wo man Sachen hinstellt, wie zum Beispiel Zahnputzbecher, Zahnseide und sonstiges Zeug. Und das ist dann schon das ganze Waschbecken für dein Badezimmer. Auf der anderen Seite sehen wir noch unseren Spiegel und die Badewanne und alles. Das verlinke ich dir jetzt mal oben rechts in der Ecke. Kannst du auch gerne gucken, wenn du möchtest. Und demnächst werden wir dann alles zusammen in einem Badezimmer bauen. Pünktlich zum Regen. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch nicht vergessen und ich sage, ciao mit V, bis zum nächsten Tutorial, euer Ede.